Wir bieten die Erstberatung an, die ist sogar relativ preisgünstig, kostet 50 Euro. Wenn man ein Problem hat, kann man einfach hierher kommen und dann nehmen wir uns auch die Zeit und beraten mit unseren Anwälten oder unseren Juristen oder auch ich persönlich natürlich ganz gerne und fühlen uns in den Fall rein. Das ist auch oftmals ausreichend, weil nicht immer unser Ziel ist, die Leute gleich in irgendein Klageverfahren reinzudrängen. Sicherlich wird es das geben, dass man immer so eine Schwellenangst hat, beim Anwalt eine Beratung sich zu holen oder so eine Distanz auch empfindet. Deswegen haben wir auch unser Konzept der Kanzlei so aufgebaut, wie es ist, nämlich als Schaufensterkanzlei, das ebenerdig ist, ohne Schwellenangst, also keine mondäne Villa mit Treppe hoch und einer großzügigen Eingangstür, sondern bei uns kann man reingehen, es ist wie ein Geschäft mit einem netten Empfang und dann wird einem auch da gleich weitergeholfen und so wollen wir das auch. Also die Mitarbeiter sind natürlich ganz wichtig. Der Anwalt kann nur so gut sein, A, wie sein Mandant ihn mit Informationen versorgt und wie sein Backoffice arbeitet und funktioniert. Ich bin da auch sehr stolz, dass ich so tatkräftige Damen habe, die mich und meinen Mitstreiter Rechtsanwalt Oltersdorf unterstützen. Das ist ganz wichtig und ist ein ganz elementarer Punkt, dass man da Leute hat, die ihr Handwerk verstehen und auf die man sich wirklich verlassen kann, auf die sich auch die Mandanten verlassen können, weil die letztendlich immer die Rückkopplung brauchen. Man braucht Verlässlichkeit und dafür braucht man gute Mitarbeiter. Also ich finde, wir sind hier erstklassig aufgestellt und meine Mitarbeiter sind wirklich hervorragend. Ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber man muss schon taktieren. Man muss auch irgendwo überlegen, wann man welche Akzente wie setzt und wie man am Ende dann auch zu welchem Zeitpunkt man beispielsweise im Strafprozess Beweisanträge formuliert. Also grundsätzlich sind wir bundesweit tätig. Wir haben eine Zweigstelle in Hannover und eine Zweigstelle in Berlin.